Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Es gibt eine neue Reihe, die ich jetzt mal versuchen möchte. Ich habe noch keinen wirklich guten Titel, deshalb ist der Arbeitstitel jetzt gerade von Fletching zu Botchkin. Falls einer einen besseren Vorschlag hat, bitte her damit, das Ganze noch nicht in Stein gemeißelt. Die Idee dieser neuen Reihe ist es, quasi eine vorige Idee zu ersetzen und etwas ethischer zu gestalten. Es geht darum, dass ich sukzessive von Gegnern auf einem niedrigen Level zu immer höheren Level spiele, also ich spiele gegen Gegner auf verschiedensten Leveln und fange bei unteren Leveln quasi an und spiele so, wie ich denke, dass man auf diesem Level spielen sollte, um sich zu verbessern oder welche Dinge man achten sollte. Das heißt, wenn ich jetzt fange jetzt auf der niedrigsten Stufe, mit der ich anfangen werde, an, ungefähr bei 800 Elo, 1 gegen 1, und das heißt, hier werde ich jetzt zum Beispiel kein Micro machen, ich werde keine komplizierten Strategien spielen. Das heißt natürlich nicht, dass das die allgemein beste Art zu spielen ist, sondern das ist die Art zu spielen, wie ich denke, dass man auf diesem Level Fortschritte machen kann. Ich werde mir natürlich auch mein Bestes geben, mehr oder weniger mich dem Level anzupassen. Das heißt natürlich nicht, dass es klappen wird. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem schneller und aufmerksamer spielen als ein Spieler auf dem Level. Aber ich werde mich, soweit es geht, in das Level quasi oder das Niveau hineinversetzen und so spielen, wie ich denke, wie es eben für das Level angemessen wäre und wie man dort sich eben verbessern kann, wo man Prioritäten setzen kann. Und das ersetzt eben meine vorige Idee, einen Smurf-Account zu machen, also einen zweiten zusätzlichen Account, mit dem ich absichtlich mich auf ein niedriges Level runterfallen lasse und dann gegen zufällige Gegner online spiele. Das hätte halt den Nachteil, dass ich dann Leute damit verärgere, in dem Sinne, dass sie müssen dann halt gegen Spieler spielen auf der Rangliste, die besser sind als sie und der vorgibt, schlechter zu sein. Das ist ein klassischer Smurf. Und dagegen habe ich mich einfach entschieden, weil es letztendlich auch ein bisschen gemein ist. Und vor allem, wenn ich darüber halt Videos mache, finde ich das halt nicht so okay. Deshalb habe ich das jetzt durch die Community gemacht. Lagustenguste ist aus Discord. Im Discord habe ich einen Aufruf gestartet quasi und nach Gegnern für diese Reihe gesucht. Es haben sich auch schon für andere Level einige gemeldet. Ich werde das immer in 100er Abschnitten machen und dann immer 3 bis 5 Spiele pro Elo-Bereich quasi machen. Das kommt natürlich auch auf euer Feedback an, wie viele davon sehen möchtet. Der Anfang macht eben ungefähr 800 Elo und drunter. Lagustenguste hat bislang nur ungewertete Spiele gemacht, das heißt, er hat noch keine Elo, befindet sich aber laut eigener Aussage ungefähr auf dem Level von einem Spieler, der beim letzten Live-Coaching, das auf YouTube kam, gezeigt wurde und der war ungefähr im 800er Bereich, deshalb nehme ich mal an, dass das einigermaßen passen wird. Ich kann, wenn ihr mal teilnehmen wollt, auch nur den Discord eben empfehlen, den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich werde immer auf zufällig spielen und versuchen, auch die Karten ein wenig zu variieren. Wir fangen aber hier mal auf Arabien an, weil er sich auch dafür entschieden hat. Bevor ich ihm sagen konnte, welche Karten aktuell in der Rangliste sind, hat er sich schon für Arabien entschieden und das finde ich für den Anfang auch völlig in Ordnung. Das Volk konnte er sich aussuchen, ob er da zufällig spielt oder nicht, bleibt ihm völlig selbst überlassen. Und ich denke, steht erstmal nichts weiter im Weg. Also es geht natürlich nicht darum, hier irgendwie den großen Macker raushängen zu lassen und irgendwie Spieler von niedrigem Niveau zu verprügeln, sondern sich wirklich darauf zu konzentrieren, was auf dem Level wichtig ist und was vielleicht auch für das Matchup wichtig ist. Wir spielen Mongol gegen Äthiopier. Wie immer möchten wir mit 2 Häusern anfangen und unsere Dorfwohnerproduktion starten. Mit dem Shift-Klick können wir unseren Dorfwohnern bereits den Auftrag geben, direkt auf die Kuh zu gehen. Danach arbeiten die Dorfwohner halt direkt an der Kuh und müssen nicht noch irgendwie durch die Gegend geschickt werden. Normalerweise will man ja auch mit den Schafen ein wenig scouten, auf dem Level aber auf keinen Fall notwendig. Was man auf jeden Fall aber machen sollte, ist den Scout aktiv zu bewegen. Die arbeiten ja hier, also da muss man erstmal nichts weiter machen. Und wir laufen im Kreis um unser Dorfzentrum herum. Wir setzen noch keine Wegpunkte. Wir benutzen auch nicht den Autoscout, sondern wir klicken immer aktiv in das dunkle Gebiet hinein, damit wir auch währenddessen sehen, was frei gedeckt wird quasi. Dann haben wir hier schon 6 auf Nahrung, wir können auf die nächste Kuh gehen und weitere Dorfbewohner auf Holz schicken. Ich denke, dass auf diesem Level die Build-Order noch nicht den riesigen Ausschlag gibt. Ist natürlich super, wenn man eine Build-Order kann. Aber ich werde die Build-Order auch nicht 100% optimal hier spielen, sondern auch kleine Abweichungen machen. Kleinere Umwege quasi nehmen. Denn ich denke, dass die Basics deutlich wichtiger sind auf dem Level hier.
Also den Scout aktiv halten, immer Dorfwunder produzieren und immer rechtzeitig Häuser bauen. Darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Ich habe meinen Scout auf die 1 gelegt, kopiert. Gerade produzieren kein Dorfwunder, das war nicht gut. Geben wir hier den Befehl. Ich springe also immer, ich habe mein Dorfzentrum, alle Dorfzentren auswählen. Hotkey bei mir ist einfach die 2, das heißt, ich muss da keine Gruppe mehr erstellen. Drücke einfach die 2, dann habe ich mein Dorfzentrum automatisch ausgewählt. So, wir lassen hier mal 4 auf Holz. Als Mongole wollen wir eigentlich mit Scouts ganz gerne anfangen, weil wir gute Kavallerie haben und unsere Sith-Boni ganz gut nutzen können. Ich mache immer jetzt hier erstmal den Webstuhl, bevor ich anfange, Wildschweine zu jagen. Das werde ich auch noch mindestens auf den nächsten 2 Stufen quasi weiterhin tun. So. Das Wildschwein kommt jetzt ein bisschen zu spät, aber das ist auch einer der Punkte, die ich hier quasi mit reinnehmen möchte. Es ist nicht optimal, aber wir lassen uns davon nicht aus dem Konzept bringen. Wir hätten auch die Kuh noch anhauen können, das ist jetzt nicht das große Problem. Und wir gehen jetzt auf Bären. Na, wir wollen die ganze Dorfwohnerproduktion aufrechterhalten und rechtzeitig unsere Häuser bauen. Unser Scout war jetzt inaktiv, ist aber nicht schlimm. Jetzt haben wir schon ein recht großes Gebiet abgesteckt. Jetzt mache ich mal die Wegpunkte, um das Gebiet, noch das wir noch übrig haben, abzuklappern. Uns fehlen dann noch Kühe. Da wir Mongole sind, müssen wir das nächste Wildschwein ein bisschen früher holen. Normalerweise bei Scouts würde es reichen, nur 3 auf Holz zu haben. Wir haben jetzt hier 4. Wie gesagt, muss die Wildorder nicht 100% befolgt werden hier. Darauf kommt es nicht so unbedingt an. Es kommt eher darauf an, dass wir die Basics beachten. Timing ist sogar fast perfekt. Normalerweise so der Pi mal Daumen bei der Hälfte der verbleibenden Nahrung auf dem Wildschwein. Ein guter Zeitpunkt. Können bald wieder ein Haus gebrauchen. Meistens ein guter Richtwert, immer wenn man 2 von einem Maximum entfernt ist, kann man sich ein Haus gönnen. Unser Gegner spielt Äthiopien, da können wir mit Bogenschützen erstmal rechnen. Jetzt haben wir auch unsere Kühe hier gefunden, wunderbar. Und jetzt schicke ich den Scout auf der Minikarte erstmal in diese 2 Ecken, dann wird er dann meinen Gegner suchen. Ich habe jetzt noch einen mehr auf hier auf Bären, ist auch nicht unbedingt Teil einer größeren Build-Order, sondern einfach auch weiterhin Punkt. Ist es nicht so wichtig, was wir spielen eigentlich. Also die Build-Order, wie man wirklich Scouts eröffnet, habe ich natürlich auf meinem Kanal auch als Tutorial. Könnt ihr euch vor allem im Einsteiger-Guide für Anfänger anschauen. Hier spiele ich es leicht abgewandelt, um es zum einen übersichtlicher zu gestalten und zum anderen zu demonstrieren, dass die 100%ige Befolgung einer kompetitiven Build-Order auf dem Level noch nicht ausschlaggebend ist, sondern eher, dass durchgängig Dorfwohner produziert werden, wenn sein Scout einigermaßen aktiv hält und immer rechtzeitig Häuser baut. Das war schon alles. Ich würde behaupten, ich habe bis jetzt hier kein Hexenwerk betrieben. Schick noch 2 mehr auf Holz. Und ja, was brauchen wir als Vorbereitung auf unsere Scouts? Wir brauchen erstmal noch eine Kaserne. 100% einwallen werde ich mich hier auf dem Level auch noch nicht. Aber die Gebäude werde ich schon trotzdem einigermaßen smart platzieren. Und wir haben einen unterdicken Dorfwohner. Schicken wir mal hier das Holz weiter. Wir haben unseren Gegner immer noch nicht gefunden. Er müsste aber entweder hier oder hier sein. Wir haben hier schon einen. Oh, da ist er sogar. Wir können kurz auf seinen Dorfwohner klicken, um zu gucken, ob er schon einen Webstuhl hat. Hat er. Und jetzt, wo wir ihn gefunden haben, konzentrieren wir uns auch auf diesen Bereich. Das heißt, jetzt gucke ich nicht mehr auf mein Dorf. Dann laufe auch ein bisschen mit meinem Scout hier durch. Und versuche zu ergründen, was er denn treibt. Unsere Kaserne ist fertig. Ich lasse den Scout mal so stehen, dass er nicht in Gefahr ist. Also hier ist auf jeden Fall nicht sein Dorfzentrum. Und gebe hier schon mal zum Beispiel noch ein Haus in Auftrag, damit er da zwischendurch was machen kann. Ich gebe auch schon mal den neuen Dorfwohner in Auftrag und mache den auf die Kuh, die wir noch übrig haben. Sodass hier, sobald wir die nächste Zeit erreicht haben, auch alles weitergeht.
Und jetzt muss ich noch sein Dorfzentrum und seinen Rest einfach finden. So, wir bauen den Stall, das war ja unser Plan. Holen uns unsere Wirtschaftsupgrades. Können auch hier nochmal ein weiteres Haus in Auftrag geben, einfach damit wir da weiterhin produzieren. Er baut auch schon fleißig seine Gebäude. Lassen wir meinen Scout einmal nochmal herumlaufen. Und lassen den Wegpunkt mal noch hier auf der Kuh. Ich werde seinen Scout nicht abschießen, das könnte ich an der Stelle eigentlich mit dem Dorfzentrum machen. Aber ich denke auch wieder nicht, dass das ausschlaggebend ist. Auf höherem Level würde ich auch den Stall mit mehreren Dorfwohnern bauen. Hier reicht es, nur einen zu benutzen und wir fangen an, unsere Speer zu produzieren. Hui, das war elegant hier. Er möchte vielleicht mit seinem Scout jetzt unseren Dorfwohner hier angreifen. Macht er gerade noch nicht, wie es aussieht. Unsere Kuh ist jetzt hier fertig. Und ich baue einfach Felder mit den Kollegen. Und wir bauen mit dem Dorfwohner hier konstant einfach weitere Häuser. Wir haben auch einen Untätigen noch. Wie ihr seht, ich habe auf meinen Scout nicht so groß geachtet, aber wir haben auch passiv gescoutet, dass er hier zum Beispiel auf Bogenschützen gehen möchte. Den können wir uns hier snacken. Wir konzentrieren uns jetzt einfach nur darauf, unsere Rohstoffe einigermaßen auszugeben, immer Dorfwohner zu produzieren und immer Häuser zu machen. Wir können mit ihm auch noch mal weiter Häuser abstecken. Dann baut er uns direkt eine ganze Reihe hier. Und ich greife erst an, wenn ich ein paar mehr Scouts auch habe. Dorfzentrum soll immer arbeiten, da kann ich auch vielleicht direkt mal zwei in Auftrag geben. So, jetzt haben wir hier fünf Scouts. Ich greife immer hier an. Ich schicke die mal hier rüber. Stehe auf defensiv gestellt. Und jetzt konzentriere ich mich auch auf meine Armee. Ich gucke jetzt nicht mehr nach Hause. Achte aber darauf, dass ich weiterhin produziere, also Dorfwohner produziere. Und achte jetzt erstmal auf meine Armee. Multitasking ist auf dem Level noch nicht so verbreitet, deshalb ich greife jetzt hier an und achte auf meine Armee. Außer Dorfwohnerproduktion beachte ich erstmal nichts weiter, was in meiner Basis passiert. Also ich werde gleich erstmal gucken, was alles gerade schief läuft, aber erstmal warte ich hier meinen Angriff ab. Ich habe jetzt schon mal zwei Dorfwohner getötet. Und jetzt ziehe ich mich zurück, weil er eben sein Dorfzentrum hier hat. Ich gehe also wieder hier hin. Ich stelle die irgendwo hin, wo sie defensiv sind, wo sie nicht in Schaden nehmen können. Und jetzt gucke ich mal wieder, was zu Hause eigentlich abgeht. Ich könnte hier mehr Felder bauen. Mein Holz quasi ausgeben. Ich könnte noch mal mehr Scouts machen. Und hier, der ist auch untätig. Dann gehen wir mal weiter hier Häuser bauen. Und benutze das weiterhin, um uns ein bisschen abzumauern. So. Vielleicht greifen wir mal an der anderen Seite an. Jetzt gucken wir hier, was da passiert. Die sind alle fertig. Schicken wir mal auf Gold. Weiterhin Dorfbewohner, weiterhin Scouts produzieren. Da war irgendwas. Das sind seine Bogenschützen. Dann greifen wir die mal an. Er hat sogar schon sein Upgrade drauf, das ist sehr gut für ihn. Und wir kümmern uns wieder eher um den Kampf hier, als um uns auf unsere Basis zu konzentrieren. Er micro hier auch ganz stark. Kommt sein Speerträger, da laufen wir natürlich weg. Erstmal. Hier sind auch zwei Felder, die wir neu bauen könnten. Und hier können wir danach eine Schmiede machen. So. Wo sind seine Bogenschützen? Da drüben. Wir machen mal weiter Scouts erstmal noch. Denn er hat auch noch eine Armee, die uns gefährlich werden könnte, theoretisch. Und wir machen mal die Schubkarre jetzt. Er macht recht viel auf Gold. Ich mach mal lieber noch im Feld mehr. Und hier weiter Häuser danach. So, meine Basis sollte sich erstmal managen. Wir schauen, ob wir seine Armee finden gerade. Hier ist sie nicht. Kann natürlich sein, dass er mich jetzt angreift. Ich mache auch danach vielleicht mal die Stadtwache. Dann sehen wir ihn im ehesten noch kommen. Aber jetzt erstmal möchte ich wissen, ist seine Armee auf dem Weg zu uns oder nicht. Jetzt gucke ich einmal hier lang. Sein Scout könnte ich natürlich auch zum Beispiel hier einmauern oder angreifen, aber ich denke nicht, dass das relevant ist auf dem Level. Und wir haben sehr viel Holz, deshalb gönne ich mir auch schon mal einen Markt. Auf dem Level würde ich immer eigentlich einen Markt irgendwann empfehlen, um eine eventuell aus dem Ruder geratene Wirtschaft
einigermaßen auszubalancieren. So. Wie ihr seht, ich mauere mich wirklich sehr, sehr langsam ab. Aber ich mauere mich ab, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt früh riesige Mauern ziehe, sondern ich spiele so, dass ich Stück für Stück mit meinen Gebäuden mich abmauere. Für höherem Level ist es wahrscheinlich besser, oder es ist besser, mehr Priorität aus Mauern zu setzen, aber hier noch nicht so ausschlaggebend. So, wir haben unsere Rohstoffe und wir können die nächste Zeit klicken. Wir haben gesehen, unser Gegner geht auf Bogenschützen und ein paar Speerträger. Wir haben bislang ausschließlich Reiter gemacht. Und ich denke, man kann auch auf dem Level sich entweder auf Scouts oder Bogenschützen komplett konzentrieren. Wir bleiben mal bei den Reitern. Und deshalb baue ich einen zweiten Stall hier rein, auch in die Mauer mit rein quasi. Der kann weiter Häuser bauen. Und wir können uns Upgrades holen. Goldabbau-Upgrade. Beide Upgrades für unsere Pferde. Das ist auch nicht so 100% optimal, aber ich reihe die in dieses Gebäude ein, damit wir sie nicht vergessen, damit die jetzt abgearbeitet werden quasi. Und währenddessen, wir können sogar noch ein Upgrade in die Schleife tun, nämlich die Zuchtauswahl. Währenddessen laufe ich mit den Kollegen und ich stelle sie auf Defensiv weiter und kümmere mich jetzt erstmal nicht um meine Basis, sondern um meine Armee. Also ich lege die ganze Zeit, auf dem Level würde ich sagen, ist es unrealistisch, beides gleichzeitig gut zu managen. Deshalb legen wir hier gerade den Fokus auf unsere Armee, gucken, was die macht. Schauen, dass wir die einigermaßen gut benutzen. Wir sehen, er hat hier auch was richtig gemacht. Er hat sich gut abgemauert. Und in unserer Basis gibt es aktuell auch nicht allzu viel zu tun. Also schauen wir uns hier weiter um. Er hat auch sehr viele Speerträger gemacht. Können wir mal draufklicken, um zu sehen, was da an Upgrades sind. Hier ist für uns nichts zu holen. Hier könnte er sich noch abmauern. Und wir werden zu Hause angegriffen. Ich schicke die erstmal weg. Und wir sehen, hier sind Bogenschützen. Hier werden wir angegriffen. Kein Problem. Wir gehen einfach woanders hin. Und der kann hier weiterarbeiten. So, wir sind in der nächsten Zeit. Wir machen Ritter ab jetzt. Holen uns auch noch ein Upgrade hier. Da er uns angreift, mache ich die Produktion mal nach innen. Und auch hier können wir uns weiter Upgrades holen. Holz-Upgrade. Zum Beispiel. Greift mich jetzt hier an. Uns fehlt es gerade so ein bisschen an Nahrung, gerade wenn wir viel Ritter machen wollen. Deshalb machen wir einfach mal ein paar neue Felder. So, meine Kavallerie habe ich hier oben geparkt. Die hole ich nach Hause zurück. Aber mit meinen Rittern sollte ich das auch abwehren können hier. Wähle alle aus. Greife die hier an. Dorfzentrum soll produzieren. Ställe sollen produzieren. Und ich gucke nur erstmal, wie der Kampf hier so entwickelt. Schicke die Einheiten Dorfbewohner. Der Dorfbewohner hier, der wird sterben wahrscheinlich. Zieh ihn nicht weg. Und er ist tot. Was wir uns noch holen könnten, wäre der schwere Pflug. So. Jetzt mussten wir erstmal hier alles ein bisschen klären. Deshalb schicke ich sammle alle Armee hier vorne. Auf Hügeln ist immer gut. Und jetzt gucke ich mal, was es zu Hause zu tun gibt. Könnten hier zum Beispiel unsere Holzproduktion wieder verlagern. Könnten uns ein neues Dorfzentrum holen. Das machen wir vielleicht einfach mal. Hier am Stein wäre ganz gut. Und wir haben recht viel Gold. Deshalb nehme ich mal Leute vom Gold. Meine Einheitenproduktion hat gerade geschlafen. Ich mache also weitere. Und was kann ich mir noch an Upgrades leisten? Kann ich mir auch leisten hier. Wunderbar. So, wir haben eine ganz gute, formidable Armee hier. Aber erstmal müssen wir unsere Basis managen. Ich schaue, was es zu Hause gibt. Ich stelle sicher, dass meine Produktion hier... hier habe ich auch einen Fehler. Unsere Produktion von Kavallerie ist immer noch nach innen. Jetzt schicke ich die hier raus. Und mache beide Ställe mit der Produktion nach vorne. Das fehlt mir jetzt. Jetzt habe ich wieder kein Gold. Deshalb schicke ich die Leute auf Gold. Habe ich das Upgrade geholt? Habe ich. Können uns auch noch ein Dorfzentrum holen, wie es vom Holz gerade passt. Können wir einigermaßen das Gold hier unten noch sichern. Oder auch den Stein zusammen. Wir machen es mal so. Nicht perfekt, aber ist okay. Das Upgrade haben wir schon. Ihr seht, ich greife noch nicht an oder mache noch nichts mit meiner Armee, während ich noch das Gefühl habe, dass ich zu Hause managen muss. Meine Basis hat erstmal Priorität. Mein Dorfzentrum hier ist jetzt fertig. Das soll auch produzieren. Ab jetzt haben wir zwei hier in der Produktionsschleife. So. Jetzt probiere ich mal ein bisschen was mit der Armee zu machen.
Wo ist sein Schwachpunkt? Er hat hier Holz und Gold hier hinten. Ich greife ihn auf jeden Fall an der Palisade an. Machen wir einfach mal hier. Ich stelle sicher, dass meine Dorfwohnerproduktion läuft. Ich stelle sicher, dass meine Ritterproduktion läuft. Aber ich gucke nicht weiter auf die Basis. Wir wissen, dass hier gerade zwei Dorfbewohner nichts machen, aber das gucken wir uns gleich an. Wir konzentrieren uns erstmal darauf, was die Armee macht. Ich greife hier die Palisade an. Da kann jetzt erstmal von mir aus nichts passieren. Die brauchen eine Weile, um da zu kämpfen. Aber da kommen jetzt seine Bogenschützen. Wenn ich jetzt hier durch bin und ich klicke auf seine Armee drauf. Er hat sehr viele Pikiniere gemacht. Wir gehen weg. Jetzt habe ich wieder Zeit, mich auf meine Basis zu konzentrieren, weil meine Armee sich aus der Gefahrenzone bewegt und nichts passieren kann. Das heißt, jetzt mache ich meine Felder alle neu. Und jetzt sieht es mit dem Holz wieder ein bisschen schlechter aus. Gold scheint zu klappen. Deshalb verlege ich die Produktion wieder um. Und meine Ritter hole ich mal einfach nach Hause. Da wir jetzt mehrere Dorfzentrum und Ställe haben, ist es wichtig, mehr Felder zu bauen. Und immer, ich benutze immer den Hotkey für alle Dorfzentren auf einmal auswählen und versuche dann wirklich die Produktionsschleife durchgängig zu haben. Häuser wären nochmal wieder was Wichtiges. Ich gebe einfach schon mal ein paar mehr in Auftrag. Dann kann uns gar nichts passieren. Mal wieder ein paar Ritter, vielleicht auch noch das Geschwindigkeitsupgrade. Und vielleicht nochmal ein paar Felder. Können es nur zwei leisten, weil wir so viele Häuser gerade in Auftrag gegeben haben. Aber es ist alles okay. Wollten eigentlich auch mehr auf Stein gehen. Jetzt, ich denke, mit 24 Feldern sollte unsere Nahrungsproduktion für alle Gebäude erstmal stehen. Für alle Dorfzentren. Deshalb können wir hier jetzt zum Beispiel uns mal mehr auf Stein fokussieren. Die Mongolen haben ja eine sehr starke Spezialeinheit. Da wollen wir auf jeden Fall mittelfristig drauf gehen. Steht unsere Produktion. Jetzt haben wir hier eine gute Schleife. Hier haben wir auch wieder einiges aufbewahrt. Jetzt können wir uns mal wieder auf unsere Armee konzentrieren. Ich wähle die Jungs mal alle aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier auf der Seite eine Angriffsfläche finden. Wir haben gesehen, dass er extrem viele Speerträger hat. Da möchten wir natürlich bestenfalls nicht gegen kämpfen. Da sind sie schon. Wir gehen weg. Es hat dann ein Upgrade drauf, plus 1 Angriff. Wir haben eine ganz gute Masse. Wenn wir am Hügel kämpfen, dann könnten wir den Kampf nehmen. Dann lasse ich die auch erstmal hier stehen. Und gucke jetzt erstmal wieder auf meine Basis. Ein paar Felder. Hier kann ich auch auf Stein gehen. Das Dorfzentrum steht dahingehend recht gut. Hier ein neues Holzfällerlager wäre ganz angebracht. Hier eigentlich auch. Also es gibt einiges in der Basis zu fixen erstmal, bevor wir uns auf den Kampf konzentrieren können. Hier habe ich jetzt 9 auf Stein, das muss erstmal reichen. Wir können jetzt noch ein Wirtschaftsupgrade holen. Hier können wir auch noch ein Upgrade holen. Häuserproduktion steht... Also es gibt viel in der Basis gerade zu klären, deshalb gucke ich auch nicht auf die Armee. Dorfwohnerproduktion. Kavallerieproduktion. Alles sieht okay aus. Jetzt nehme ich die Jungs wieder. Seine Armee war vorhin hier drüben. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt kriegen. Er hat viele Speerträger. Vielleicht geht der Kampf auch nicht gut für uns aus. Das wissen wir noch nicht, aber das sehen wir dann, wenn wir kämpfen. Wir haben die ganze Zeit gut produziert und wir haben gute Upgrades. Wir haben wieder einen untätigen Dorfbewohner, aber wir gucken uns das noch nicht an. Seine Armee ist nicht hier erstmal, aber wir können hier schon mal... Da ist seine Armee, alles klar. Hier ist ein Engpass, da können wir nicht gut gegen ihn kämpfen. Deshalb laufe ich erst wieder weg. Wir nehmen nur einen Kampf, wenn es einigermaßen gut für uns aussieht. Jetzt habe ich wieder die Zeit, meine Wirtschaft zu Hause anzuschauen. Produktion soll laufen. Läuft die Häuserproduktion, läuft wunderbar. Können uns unsere Burg mittlerweile leisten. Hier auf dem Hügel wäre wunderbar. Ist hier eigentlich eine Lücke? Nein, ist nicht. Aber wir können hier aufmachen, damit die hier auf den Hügel kommen. Hügel sind eine wunderbare Position für Burgen. Und da ich das jetzt hier eingerissen habe, mache ich mal da die Produktion wieder hin von den Dorfwohnern. Jetzt haben wir auch eine Spielsituation erreicht, wo ich extrem viel Holz habe. Jetzt ist es auch okay, hier die automatischen Farmen einzustellen. Und wieder ein bisschen mehr auf Felder zu gehen, damit wir auch mal irgendwann an ihr Preise trinken können. So. Ihr läuft jetzt hier in meine Armee einfach nur rein. Aber es kämpfen nicht alle von meinen Jungs, deshalb klicke ich einmal drauf, damit die alle kämpfen. Der Kampf scheint für uns gut auszugehen. Hauptsächlich deshalb, weil er in einen Hügel reinläuft. Und wir recht gut Anzahl hatten. Und er ist auch nicht mit Patrouillieren reingegangen, sondern er hat wahrscheinlich einen Bewegungsbefehl hier hinten hin gehabt. Deshalb haben die nicht gekämpft erstmal.
Während ich den Kampf angeguckt habe, ist meine Produktion eingeschlafen. Das heißt, das fixen wir jetzt erstmal. Und schauen, was unser Dorfwohner machen. Der hier könnte Arbeit vertragen. Und wir brauchen nicht nur eine Burg, sondern zum Beispiel auch ein Kloster und eine Universität. Können auch direkt noch eine Burg bauen. Bauen wir mal hier hin. Dieser Hügel ist wirklich eine hervorragende Position. Und ab jetzt können wir auch Mangodai machen. In Mangodai brauchen wir noch andere Upgrades natürlich. So, hier habe ich übrigens jetzt sehr viel drauf. Ich schicke die mal lieber auf Gold. Und die hier vielleicht auch nochmal auf Gold. Ein, zwei Felder können auch nicht mehr schaden. Jetzt, wo wir mein Kloster haben, kann ich mir auch schon mal die Reliquie holen, die hier steht. Die hole ich mir Ballistik für meine Mangodai. Und ich achte gerade darauf, meine Upgrades zu holen. Ich könnte schon eben bereits ergehen, habe aber erstmal darauf geachtet, dass alles, was ich noch so brauche, schon mal anläuft. Ich glaube nicht, dass es super ausschlaggebend ist, auf diesem Level super schnell alles zu machen, sondern dass man es überhaupt macht. Ne? Die hier müssen jetzt wieder was zu tun bekommen. Ich schicke die mal hier drüben ans Holz. So, wir haben gerade keine Produktion, aber wir können auch in die nächste Zeit klicken. Was machen wir mal? Und ab jetzt machen wir keine schwere Kavallerie mehr, sondern nur noch unsere Mangodai. Brauchen auch weitere Upgrades. Und eine Schießanlage bräuchten wir, um uns da die Upgrades zu holen. Der kann das hier abliefern. Können auch per Shift-Befehl noch die anderen Liquiden einsammeln. Hier war doch eben eine. Da. Und hier oben auch. Wie sieht es mit der Produktion aus? Läuft gerade gar nicht. Da müssen wir mal ordentlich in die Tasten hauen. Hier läuft auch keine Produktion. Eine defensive Burg vielleicht hier an der Seite, wäre auch nicht schlecht. Hier hole ich mir ein Upgrade. Schau mal die Wirtschaft an, die sieht alles gut aus. Erstmal ja. Und wir produzieren unsere Mangodai. Aktuell gibt es für mich keinen großen Grund anzugreifen. Ich habe eine sehr gute Position. Ich bin auf dem Weg in die Imperialzeit. Deshalb gucke ich jetzt erstmal nicht weiter, ob ich Schaden machen kann. Aber ich könnte auch mit meiner Armee hier nochmal versuchen, was zu reißen. Aber jetzt baue ich halt eine wirklich gefährliche Truppe auf. Und sobald ich in der Imperialzeit bin, kann ich vielleicht auch schon mal zu einem finalen Angriff übergehen und auch mit Trebuchets angreifen. So, der Kollege ist hier mit seiner Arbeit fertig. Den Stein hier haben wir komplett abgearbeitet. Dann schicken wir die mal woanders hin. Zum Beispiel nochmal ans Holz hier an der Seite. Mangodai-Produktion läuft. Upgrade fehlt noch. Botgun-Pfeil, sehr wichtig. Könntest du jetzt auch schon mal Gedanken machen, was möchten wir denn eigentlich zusätzlich zu den Mangodai haben? Wir haben schon Upgrades für Kavallerie. Leichte Kavallerie würde sich ergänzen. Dann können wir unsere Nahrung da ausgeben. Und es ist keine weitere Goldeinheit. So, jetzt sind wir in der Imperialzeit. Kurz anschauen. Das Upgrade hier ist relativ teuer, Elite Mangodai. Aber wir haben einen Markt und wir haben sehr viel von anderen Ressourcen. Deshalb verkaufe ich einfach mal 500 von beidem. Und jetzt kann ich es mir leisten. Dann gibt es auch noch hier ein Upgrade, den Armschutz. Chemie kann ich mir holen. Und das Pratische von über. Jetzt habe ich alle Upgrades für Mangodai. Jetzt schaue ich mir währenddessen mal meine Wirtschaft weiterhin an. Hier, das wird so langsam ein bisschen eng, deshalb schicke ich die mal hier rüber. Als Upgrade habe ich leider gar nicht, das letzte. Auch hier kann man vielleicht nochmal verschieben, nach hier drüben. Da noch eine Burg vielleicht. Und hier noch Gold. So, meine Produktion schläft. Ich mache Dorfbewohner. Ich mache Mangodai. Das Upgrade kann ich mir auch gerade nicht leisten, aber ich habe sehr, sehr viel Holz. Also verkaufen, verkaufen. Geht's jetzt? Geht jetzt. Perfekt. Deshalb jetzt kann ich auch noch leichte Kavallerie dazu machen. Und vielleicht auch noch mehr Felder bauen. Ich habe sehr viel Holz und brauche jetzt auch ein bisschen Nahrung, um eben meine Kavallerie ausbilden zu können. Und ich hatte gesagt, ich möchte auch Triburke machen. Da machen wir einfach mal zwei Stück von. Dann können wir hier auch gut auf ihn Druck aufbauen. Für unsere leichte Kavallerie würden wir dann auch noch weitere Upgrades machen können, aber erstmal machen wir noch die letzte Panzerung für unsere Mangodai. Und dann kann ich mir das Upgrade-T schon mal in die Schleife holen.
So, hier nochmal ein bisschen Holz ausgegeben und ein bisschen mehr Nahrung reinkriegen. Wir haben schon knapp 130 Dorfwohner, das reicht doch erstmal. Ausbildung können wir hier noch. Also ich hole mir alle Upgrades, bin ganz unaufgeregt. Ich mache, bleibe so viel wie möglich hier in der Ansicht bei meinem Dorf quasi. Und jetzt greife ich ihn mal hier an. Wir haben immer noch diesen Hügel, wir haben gar keinen Grund uns hier zu sputen irgendwie. Wir sind in einer hervorragenden Position. Wir haben an der Seite übrigens noch weiteres Stein und Gold gesehen. Das können wir uns auch schon mal versuchen zu sichern. Wir schicken einfach mal ein paar Dorfbewohner rüber. So, hier passen wir jetzt auf. Hier sind nämlich unsere Triburgen. Oh, da steht sogar eine Burg von ihm. Dann greife ich doch lieber die erstmal an. So. Armeeproduktion. Wir haben auch sehr viele Ressourcen jetzt. Dann können wir auch noch mehr Produktionsgebäude bauen. Das mache ich jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, du brauchst das jetzt einfach alles und du kannst helfen. So, von ihm kommen auch Triburgen. Da sind unsere Mangodai relativ gut gegen. Deshalb greife ich den jetzt mal an. Und dann laufe ich mit meinem Mangodai wieder weg. Wir haben ja noch sehr, sehr viel Armee hier aus der Ritterzeit übrig. Die können wir gleich auch noch ganz gut einsetzen. Er hat sehr, sehr viele Hellebardiere sich hier geholt. So, wir laufen wieder in die Sicherheit zurück. Bis seine Burg weg ist. Dann haben wir nämlich gar nicht so die Gefahr. Er sagt GG. Ich finde, er hat sich sehr solide geschlagen. Was genau aus seiner Perspektive noch zu beachten wäre, schauen wir uns gleich an. Wir gehen gleich ins Replay. Also, was nehmen wir mit aus der Partie? Worauf habe ich mich hier konzentriert? Ich habe versucht, alles sehr simpel zu halten und die Basics wirklich zu machen. Also, Dorfbewohner immer produzieren möglichst. Er schreibt mir jetzt im Hintergrund schon. Immer schön Häuser bauen. Priorität erstmal auf immer auf die Basis setzen. Und wir haben immer geguckt, wenn wir Armee haben und aktiv mit der Armee sind, dass wir währenddessen unseren Fokus auch wirklich auf die Armee setzen und die Basis erstmal Basis sein lassen. Und wenn wir uns auf die Basis konzentrieren wollen, schicken wir unsere Armee irgendwo hin, wo sie erstmal nicht in Gefahr ist, damit der nichts passieren kann, während wir uns um die Basis kümmern, sodass wir unsere Aufmerksamkeit immer dahin lenken können, wo sie gerade gebraucht wird. Dann haben wir immer versucht, ein bisschen vorauszudenken. Also schon mal auf unsere Spezialeinheit zu gehen, dafür brauchten wir Stein. Und wir haben versucht, unsere Ressourcen einigermaßen auf die Karte zu kriegen. Auf diesem Level, ihr seht jetzt hier, sind auch sehr, sehr hoch gekommen, ist es unwahrscheinlich, dass das immer so gut klappt. Aber es ist besser, zu viel als zu wenig zu haben in dem Fall, würde ich sagen. Und ein wichtiges Mittel wäre halt, die Produktion zu erhöhen. Bei Burgen ist es nicht ganz so einfach, weil man ja durch seine Steinproduktion quasi limitiert wird. Aber jetzt bei den Ställen können wir auf jeden Fall mehrere Ställe dazu bauen. Wir haben uns auch schon ein bisschen eingemauert, aber ohne jegliche Hektik und ohne Palisaden auch in diesem Fall. Ich habe einfach nur meine Gebäude, die ich so oder so bauen möchte, smart platziert, damit die meine Basis abschirmen. Das sind für mich jetzt aus meiner Perspektive wichtigsten Punkte für Spieler von 800 Elo ungefähr oder sogar darunter. Die Build Order ist auch nicht ultra ausschlaggebend gewesen. Ist natürlich gut, wenn man eine gewisse Ahnung hat, wo es hingehen soll. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt Spielern auf dem Level abrate, eine Build-Order zu spielen. Ganz im Gegenteil. Desto mehr ihr wisst, desto besser. Aber die Ausführung der Basics. Dorfrunde produzieren, Häuser bauen, Armee produzieren, Upgrades bekommen. Auf der Armee achten. Diese Punkte. Das ist das wirklich Wichtige. Das werde ich in weiteren Folgen dieses Formats hoffentlich auch noch weiter ausführen können. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Replay an, um auch zu gucken, was unser lieber Gegner gemacht hat. Ich schaue mal ganz kurz, was er geschrieben hat, dann kann er vielleicht noch eine Frage einwerfen. Keine großen Fragen, außer dass er sich beschwert hat, dass ich mir eventuell etwas zu viel Zeit gelassen habe. Aber das auch Teil dessen, was ich hier zeigen möchte, keine Hektik reinbringen. Wirklich gucken, dass das eigene Spiel sauber ist, nicht so viel an den Gegner denken. Das ist auf dem Level, glaube ich, noch nicht so ausschlaggebend. Das ist wirklich, wenn ihr eure Basics sauber habt, dann kommt der Rest von alleine. Natürlich ist mein Makro, auch wenn ich die ganze Zeit die Handbremse an habe, immer noch besser als seins, das ist keine Frage. Und ich habe wahrscheinlich stellenweise auch deutlich zu schnell wieder gespielt. Schneller, als ich es mir vorgenommen habe, auf dem Level zu spielen. Aber ich versuche wirklich, nur das, auf das wirklich den Fokus zu legen, wo ich glaube, dass es hier relevant ist. Also, hier haben wir das Spiel. Das laden wir jetzt mal. Und wir werfen einen Blick auf unseren lieben Gegner. Langustenguste. Schauen uns das Ganze ein bisschen schneller an.
Der Anfang sieht schon mal sehr gut aus. Er scoutet auch mit seinen Schafen bzw. Kühen in diesem Fall. Ist natürlich ein wunderbarer Bonus. Ich denke aber nicht, dass das auf diesem Level notwendig ist. Also das heißt, mach's ruhig. Keine Frage. Wenn ihr es könnt, macht es. Ne? Aber denkt nicht, dass ihr es tun müsst. Das auf jeden Fall nicht. So, er hat ja auf jeden Fall auch den Shift-Command benutzt. Sehr gut. Bislang sieht alles sehr, sehr gut aus bei ihm. Wir sehen auch, das können wir hier unten umschalten, dass unsere Dorfbewohnerproduktion komplett gleich auf ist. Wirklich gut. Jetzt hatte er kurz ein bisschen Leerlauf, aber es lag daran, dass er keine Nahrung hatte. Das ist alles völlig okay. Er ist sogar jetzt gerade ein bisschen vorne in der Dorfbewohnerproduktion, weil ich jetzt auch jetzt schon einen Webstuhl hole. Er noch nicht. Er lockt sich hier das Wildschwein ohne Webstuhl an. Ich möchte auch mit meinem Gameplay von eben nicht sagen, dass ihr auf dem Level auf jeden Fall einen Webstuhl braucht, bevor ihr unlockt. Ich werde es aber auf jeden Fall in allen Gameplay-Videos, die die unteren Regionen repräsentieren sollen, so machen. Weil ich denke, dass es nicht ausschlaggebend ist. Also, dass der Bonus, den man durch den späteren Webstuhl bekommt, dass der auf dem Level so ausschlaggebend ist. Und da ist die Sicherheit, die man bekommt, deutlich wichtiger. Sowohl er als auch ich kann mich daran erinnern, hatten hier bei diesem Haus eine kleine Verzögerung. Das danach, ich weiß es nicht mehr 100%. Aber ich glaube, das war bei mir dieses Haus, das ein bisschen zu spät war. Bei ihm ist jetzt hier das Wildschwein ein bisschen zu spät dran. Aber es ist in Ordnung. Ich würde das auch auf seinem Level noch nicht als den Riesenfehler ansehen, der eben hier alles kaputt macht. Ihr seht auch, wir sind gleich auf in Dorfwunderproduktion. Ich bin also effektiv einen vorne, weil ich den Webstuhl schon habe. Ne, er hat den auch schon. Ich habe gelogen, das habe ich nur verpasst. Jetzt hat er gerade ein bisschen Leerlauf. Jetzt produziert er wieder. Gefällt mir alles bislang sehr gut bei ihm. Da habe ich noch nichts Gravierendes gesehen, wo ich sagen würde, das hält ihn wirklich davon ab, auf das nächste Level zu kommen. Das ist jetzt nicht so praktisch gewesen, das hätte, oder? Das sind 10 Stück. Nee, dann ist es okay, 2 Kühe hier zu machen. Gar kein Problem. Möchte ich gar nichts gesagt haben. So, nach dem Dorfwohner hier geht er auch in die nächste Zeit. Also es ist ungefähr, wir haben hier 32% Unterschied. Das ist, würde schätzen, ein bisschen mehr als ein Dorfwohner Unterschied. Und ich denke auf dem Level auch komplett realistisch, dass man ein bisschen Leerlauf in seinem Dorfzentrum hat. Aber auch eine Demonstration meines Erachtens nach, warum es wichtig ist, das Dorfzentrum aktiv zu halten. Er ist jetzt ein Dorfbewohner ungefähr hinterher. Das heißt, sobald ich in der wir beide in der Verteilzeit sind, werde ich ungefähr einen Dorfbewohner vorne sein. Das können wir gleich überprüfen. Ein weiterer Nachteil, da möchte ich jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen, ist, dass er mich nicht gescoutet hat. Aber er war mit seinem Scout sehr aktiv. Von daher möchte ich ihm das auch nicht als Fehler ankreiden. Ich glaube auch nicht, dass auf dem Level sehr ausschlaggebend ist, den Gegner frühzeitig zu scouten. Ich glaube, das ist, wie gesagt, am wichtigsten ist, sich auf das eigene Spiel, auf die eigene Basis zu konzentrieren, dass da alles richtig läuft. Und da ist es, was der Gegner treibt, nicht so wichtig. Das ist einfach ein bisschen unglücklich. Das Einzige, was, naja, das kann man auch nicht mal wirklich als Faktor hier nehmen. Ich kann ein paar Tipps geben, was man beim Scouting als Information nehmen kann. Er hat hier einen Zweierstein gespottet. Das ist auf jeden Fall ein neutrales Stein. Da kann kein Spieler in der Nähe sein. Und eine Reliquie. Das heißt, hier ist auf jeden Fall kein Dorfzentrum. Hier das Stein, das Gold, da sieht er auch gerade nur 3. Er sieht, aber das ist tatsächlich neutral. Also ich dachte irgendwie gerade, ah, ich habe mich vertan, ich bin ja hier. Da wäre mein Zusatzgold. Okay, das kann er also gar nicht in dem Sinne gescoutet haben, von daher möchte ich ihm da keinen Fehler attestieren. Die Kaserne ist vielleicht ein bisschen zu spät, aber es ist auch nicht irgendwie ein Riesenfehler, würde ich sagen. Bislang habe ich nichts gesehen, wo ich sagen würde, er kann nicht zum nächsten Level aufsteigen quasi. Wobei man dazu sagen muss, dass Languste auch aktuell noch keine Wertung hat. Also er hat bislang nur Unranked gespielt. Aber ich denke, das ist quasi, da ich ja hier, diese Reihe ist ja ein Ersatz fürs Smurfen. Und es, wenn man mit dem Smurf spielen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf unteren Leveln gegen Spieler spielt, die ihre ersten ranglisten Spiele machen, auch sehr, sehr hoch. Von daher ist es eine gute Repräsentation, denke ich mal. Seine Dorfwunderverteilung gefällt mir auch ziemlich gut. Er hat auch hier schon Leute in die Schleife geworfen, genau, richtig. So, er ist jetzt in der nächsten Zeit, er ist ein Dreiviertel Dorfwohner hinten aktuell. Ich würde sagen, auf dem Level komplett akzeptabel. Ich habe, wie gesagt, ja keine absichtlichen Fehler irgendwie eingebaut, um das näher zu simulieren. Das heißt, ich glaube, was ich gemacht habe, ist von der Sauberkeit der dunklen Zeit natürlich über dem Level anzusiedeln, auf dem wir uns hier befinden. Ich glaube aber trotzdem, also bei 22 Population, 21 Dorfwohner, ist die Optimalzeit ein bisschen mehr als eine Minute unter dem, was er hier hat. Also er hat genau genommen, also wenn wir wirklich ganz penibel sein wollen, 1 Minute und 8 Sekunden zu lange gebraucht. Ich habe, keine Ahnung,
15 Sekunden zu lange gebraucht. Ungefähr. Da kann man, ich glaube schon, dass man hier noch erwarten kann, dass es ungefähr noch 30 Sekunden schneller geht. Und das kriegt man halt hin, indem man diese ganz einfachen Prinzipien schon in der dunklen Zeit versucht, konstant anzuwenden. Also wirklich diese konsequente Dorfbewohnerproduktion. Bei ihm hat es halt gehakt, weil er ab und zu seine Nahrung nicht rechtzeitig abgeliefert hat. Das war, denke ich mal, der Hauptpunkt bislang. Aber seine Rohstoffe passen für das, was er jetzt vorhat, hervorragend. Wir sehen jetzt hier, wird er seine Schießanlagen bauen. Er holt sich sein Upgrade hier sofort, das sehe ich auch sehr gerne. Ich habe direkt die Schießanlage. Und der zweite Dorfwohner für die zweite Schießanlage. Perfekt. Kleiner Fehler, der ihm dann gleich auch ein bisschen kosten wird, ist halt, dass dieser Dorfwohner draußen baut. Also sich quasi selber ausmauert. Da wird halt mein Scout, glaube ich, ihm zu Verhängnis werden. Und es fehlt gerade ein Haus. Deshalb würde ich immer empfehlen, halt, das habe ich, kann man kurz bei mir zeigen, neben der Kaserne noch ein Haus platziert. Das hat halt den Vorteil, dass genau dieses fehlende Haus, das jetzt gleich zum Tragen kommen wird, kein Faktor wird. Er hat mich jetzt auch gescoutet, er sieht, was ich mache. Er sieht, wo meine Felder sind, er sieht, wo meine Schwachpunkte eventuell sein könnten. Oder jetzt hat er alle Informationen, die er braucht, auch wenn die ein bisschen später ist. Deshalb denke ich, dass er hier mit Archer-Produktion trotzdem gut Schaden machen kann. Er weiß, dass, wo meine Schwachpunkte liegen. Er hat das, wenn er jetzt mich innerhalb der nächsten 5 Minuten immer noch nicht gefunden hätte, dann wäre es ein Problem gewesen. Diesen Dorfwohner würde ich einfach als verloren abstempeln. Also den kann man nicht mehr unbedingt retten. Dann entweder gegen den Speer einfach kämpfen oder es einfach komplett ignorieren. Aber nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf verschwenden. Weil da kann man halt nichts mehr machen. So. Produktion sollte natürlich am besten aus beiden Schießanlagen passieren. Und das Hausproblem kann man halt am besten dadurch lösen. Wir können das ja bei mir hier ganz gut sehen. Gerade 33 von 45 Population und eher 27 von 30. Ich bin also schon übers Ziel hinausgeschossen. Das ist nicht effizient, also es ist nicht perfekt. Das würde ich auf meinem Level so nicht machen. Aber ich denke, dass es auf diesem Level und auch auf weiteren Leveln darüber absolut richtig und zielführend ist, konstant einfach einen Dorfwohner zu haben, der immer Häuser baut. Dann hast du das Problem einfach nicht. Man kann sich nach und nach abwallen, wie ich das gemacht habe, und man ist nicht populationsblockiert. Sehe ich als das geringere Übel an, als wenn man versucht, wirklich das Timing immer konkret zu haben und dann ab und zu halt in diese Falle fällt, dass jetzt hier bald wieder das Problem kommt. Aber ansonsten vom Setup ist das alles in Ordnung. 6 auf Gold haben wir gerade, er hat extrem viel auf Gold, deshalb ich mache immer so 7 bis 8, wenn ich auf Bogenschützen nur gehe. In dem Fall aber komplett okay, hier schon die Felder zu machen. Aber wir können hier auch den Vergleich sehen, ich bin gerade 4 Dorfbewohner vorne, einen hat er verloren, also bin ich 3 Dorfbewohner vorne. Und das kommt durch die inaktive Zeit in der dunklen Zeit und eben die verpassten Häuser. So, das ist jetzt, das tut weh natürlich sowas, aber auch davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Also er reagiert genau richtig, wie ich finde. Er zieht seine Dorfwohner zurück. Eventuell kann man die hier auch noch zurückziehen. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob er die wirklich zurückgezogen hat, ehrlich gesagt. Es sieht eigentlich eher, nee, die sind, glaube ich, weggelaufen. Das Dorfwohner machen das ja auch automatisch, dass sie vor Angreifern weichen erstmal. Aber er hätte ja, also einfach, ein Angriff kommt, du registrierst das, du nimmst alle Dorfbewohner, markierst die, die in diesem Bereich sind, der in Gefahr ist, drückst deinen Hotkey für einquartieren auf das Dorfzentrum. Boom. Erstmal erledigt, es werden Dorfbewohner trotzdem auf dem Weg sterben. Kein Problem. Was er stattdessen gemacht hat, sieht man hier. Er hat andere Ressourcen schon mal geschützt. Ist nicht falsch, ist sogar ziemlich gut. Aber Priorität sollte erstmal die Dorfwohner, die wirklich in Gefahr sind, sein. Also die zurückziehen, dann gucken, was kann ich noch gegen die Gefahr tun. Dann hier diese Palisaden setzen, ist sehr gut. Ich glaube, hier ist eine Lücke, hier hinter. Kann man anhand dieser Kacheln hier sehen. Also hier, die Kacheln gehen einmal hier hoch. Ja, da ist eine Lücke. Ab jetzt könnte man zum Beispiel dann die Speerträgerproduktion anwerfen. Oder die Armee zurückziehen, um zu verteidigen. Das wären so ein paar Punkte. Aber wirklich wichtig, auch wenn man Dorfwohner verliert, das hätte ich in meinem Spiel, denke ich gerade, vielleicht auch besser demonstrieren können. Also es gibt einen Punkt später, wo er mich mit Bogenschützen hier angreift. Und da habe ich relativ schnell darauf reagiert. Ich glaube, es wäre besser für den Lerneffekt dieser Reihe, wenn ich das ein bisschen länger geschehen lasse und den Schaden wirklich auch kassiere, absichtlich in dem Sinne. Um auch zu zeigen, dass es ist wirklich nicht das Riesendrama. Selbst wenn er mir die alle 5 wegballert, kein Problem, ich produziere weiter Dorfwohner, ich lasse mich nicht auf ein Konzept bringen. Das
ist die Message, die ich auf diesem Level noch zeigen versuche. Das merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass wir das einmal demonstrieren können. Aber das hier finde ich auf jeden Fall gut. Das ist nicht falsch, dass er hier die Quick Walls macht. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Auch ein guter Tipp, nach einem Raid, also wenn man angegriffen wurde, den Idle Hotkey benutzen. Idle oder untätige Dorfwohner. Gibt es einmal hier oben die Taste und zum anderen ein Hotkey. Bei mir liegt er auf dem Mausrad. Da einfach durchklicken quasi. Denn besonders nachdem man angegriffen wurde und man leichte Panik verfallen ist oder viele Sachen auf einmal machen musste, liegt es gerne mal überall so ein bisschen im Argen. Das heißt, das wäre die Priorität. Nachdem der Angriff erstmal weg ist, also man sieht so, okay, es ist der Angriff findet gerade nicht mehr statt, dann erstmal gucken, was muss ich fixen und dann wieder zum nächsten Schritt übergehen. Jetzt schläft hier auch wieder die Dorfbewohnerproduktion, also da bei mir übrigens auch. Jetzt wieder ein bisschen. Also es ist auch lange nicht perfekt gewesen bei mir, so möchte ich nicht tun, als ob das bei mir perfekt gewesen wäre. Gar keine Frage. So. Hier hat er auch gemicrot. Sehr gut. Halte ich auf dem Level, wie gesagt, noch nicht für absolut notwendig, aber es hat ihm auf jeden Fall geholfen. So, hier hätte er weit, dass er wegläuft. Ist leider nicht so praktisch. Also, da, ich würde es sogar fast über Micro nennen in diesem Fall. Der hätte mehr aus diesen Bogenschützen bekommen, wenn die einfach für sich gekämpft hätten. Er hat dadurch, dass er relativ viele Bewegungsbefehle gemacht hat, haben die halt mehr sich bewegt, als dass sie gekämpft haben. Wenn er einfach nichts gemacht hätte, die einfach stehen gelassen hätte, wären die auch alle gestorben, weil ich einfach mehr hatte. Und die mehr Lebenspunkte haben als Bogenschützen. Aber er hätte mehr Schaden ausgeteilt, weil er einfach eine längere Zeit mit Kämpfen verbracht hätte. Und spätestens in dem Moment, wo die Schwerträger da sind, gewinnt er entweder den Kampf, weil die einfach die Kontereinheit sind, oder ich muss weglaufen, was ich in diesem Fall halt tue. Das heißt, das Ergebnis des Kampfes wäre für ihn besser gewesen, wenn er nichts getan hätte. Und deshalb würde ich das wirklich das Micro auf diesem Level aufs Minimale reduzieren. Es kann gut sein, dass ich sogar schon ein bisschen zu viel gemacht habe, aber ich habe ist zumindest immer darauf angelegt, dass ich mich dann wirklich 100% auf die Armee konzentriere in dem Fall. Und alles andere währenddessen sich selbst überlasse, bis auf die Dorfwohnerproduktion. Und bestenfalls halt die Armeeproduktion. Also hier quasi gucken, dass die Armee auch kämpft. Entweder mit Patrouillieren einfach reinlaufen oder einfach stehen lassen. Es wäre in diesem Fall besser gewesen und in diesem Fall ist es aber auch nicht so schlimm, weil zumindest die Dorfwohnerproduktion halt weiterlief im Hintergrund. Armeeproduktion leider nicht. Das ist auch der Grund, warum die Ressourcen so hoch sind aktuell. Aber Dorfproduktion läuft gerade. Und es sind noch viele in der Schleife, das gefällt mir sehr gut. Das ist gut. Und es sind keine Dorfwohner untätig. Aber die verschiedenen Faktoren, die wir hier haben, bringen halt schon den riesen Unterschied. Also die Partie hat an dieser Stelle schon eine riesige Unausgeglichenheit, denn er hat 9 Dorfwohner weniger als ich. Und das liegt halt zum einen daran, dass er natürlich welche verloren hat, ne? Das tat hier ziemlich weh. Und zum anderen daher, dass er seine Produktion nicht durchgängig aufrechterhalten konnte, was aber auch die geteilte Aufmerksamkeit natürlich begünstigt. Wenn ich mir das so angucke, ich muss natürlich auch sagen, dass meine Fähigkeit, mich in verschiedene Level hineinzuversetzen, beschränkt ist und keinesfalls irgendwie nah unbedingt zu 100% dran ist am Waren. Aber ich merke hier schon Sachen, die ich in der nächsten Folge eher anbringen kann. Also ich werde meinen Wechsel der Aufmerksamkeit von Armee zu Basis größer verzögern. Also, dass ich, wenn ich mich auf mich konzentriere, auch mal wirklich was brachliegen lasse, absichtlich mir mehr Zeit lasse, um mehr simulierten Leerlauf quasi zu produzieren. Ja, Armeeproduktion ist ein großes Problem. Dorfwohnerproduktion nicht. Das macht er sehr gut aktuell. Da hat er, wie gesagt, zwischendurch Probleme. Jetzt kommen halt die riesigen Walls. Jetzt kommt die Armeeproduktion. Jetzt ist okay. Jetzt läuft alles. Jetzt ist viel in der Schleife. Das Mauern hätten wir ein bisschen eleganter und Platz- und zeitsparender lösen können. Zum Beispiel einfach hier die Mauer und hier ein Haus. Dann hat man nicht dieses ganz Gedöns hier. Und einfach hier bis zum Wald. Das Stückchen hier bringt nichts mehr, aber das hat er vielleicht gar nicht gescoutet. Doch, hat er. Hier ist der Kartenrand. Da musst du dich nicht vorschützen. Eben übrigens auch noch eine Lücke. Man kann Lücken auch finden, indem man einfach mal zum Beispiel einen Speerträger nach draußen schickt und guckt, wo er langläuft. Was ich sehr gut finde, fand ich auch in der Partie schon sehr stark, ist, dass er seine Armee nicht einfach nur rumstehen lässt, sondern sich sagt, ich muss jetzt auch mal Gegenangriff fahren hier. Sehr, sehr gut. Dadurch zwingt er mich ja auch zum Semi-Rückzug, ne?
Wir haben jetzt übrigens wieder gleich wieder Dorfwohner, liegt aber auch daran, dass ich schon auf dem Weg in die nächste Zeit bin. Zeigt aber auch, dass er, seitdem ich das angekreidet habe, natürlich durchgängig produziert hat. Und deshalb ist er jetzt auch wieder näher an mir dran. Wir sind es auch am Score. Der Unterschied ist nicht mehr so groß, wie man denken würde. Und hier, weiß gar nicht, da ich habe, ich hätte vielleicht nochmal so 10, 15 Sekunden einfach stehen lassen sollen, um es ein bisschen realistischer zu halten. Auf jeden Fall. Aber den Angriff, den er hier macht, der gefällt mir. Und wie wir aus meiner Perspektive gesehen haben, ich habe mich mit denen erstmal zurückgezogen, damit denen nichts passiert. Die aber erst später nach Hause geholt, weil ich erstmal gucken wollte, was kann ich jetzt konkret zu Hause gegen diese Bedrohung tun. Kompletter Fokus auf das Gebiet, was gerade wichtig ist. Die haben mir hier, bleibt erstmal da, wo sie ist. Kümmern uns gleich darum. Erstmal haben wir unsere Ritter nach innen gezogen, denn hier ist die Bedrohung. Und was ich mit den Dorfbewohnern hier am Holz gemacht habe, das kann man immer ganz gut machen, wenn Holz gerade angegriffen wird, dass man die einfach zu einem anderen Holzfällerlager zieht. Das funktioniert in der Regel ganz gut. So. Hier haben wir auch ein Holzproblem bei ihm. Oder hatten. Er hat es gelöst, oder dass er nicht so viel Nahrung hatte, hat er gelöst, indem er viele Dorfbewohner von Holz auf Nahrung umgezogen hat. Dadurch wird er demnächst auch in die nächste Zeit klicken können. Das ist vollkommen in Ordnung, wie er das gerade gelöst hat hier. Diese Imbalance ist natürlich zum einen durch Schwächen in der Build-Order zustande gekommen und zum anderen durch die Tatsache, dass er sich auf meine Armee und auf seine Armee konzentrieren musste. Seine Armee hat er jetzt gegen meine Ritter verloren. Das ist kein Fehler seinerseits, das ist einfach die überlegene Einheit an dieser Stelle. Jetzt ist er auch gleich auf dem Weg in die nächste Zeit, glaube ich, wenn er dran denkt. Hier kann man einfach mal Speerkämpfe aus der Schleife nehmen. Ah, jetzt macht er noch die Schubkarre. Hätte ich nicht gemacht. Hat er jetzt erkannt? Ja, sehr gut. Ah, sorry, Corona. Hat er gut erkannt, dass es hier wichtiger ist, in die nächste Zeit zu kommen, als irgendwie noch das Schubkarren-Upgrade reinzudrücken. Sehr gut, auf jeden Fall. Was ich mir jetzt hauptsächlich wünsche, und das sind halt genau die Punkte, die ich aus meiner Perspektive versucht habe zu demonstrieren, ist die Armeeproduktion. Dorfwohnerproduktion lief größtenteils ab diesem Punkt, an dem ich es angesprochen habe, gut. Jetzt, sobald er in der nächsten Zeit ist, werden wir den richtigen Abstand sehen, der sich entwickelt hat. Aber ich glaube, er hat aufgeholt. Ich glaube, er hat teilweise sogar dann produziert, als ich nicht produziert habe. Was ich sehr gut finde. Er geht jetzt extrem viel auf Schwerträger. Finde ich in Ordnung. Ist nicht, ist ein bisschen übertrieben. Ich würde mir eher wünschen, dass er auch noch mehr auf Armbrustschützen geht, weil aktuell reagiert er nur auf mich und macht nicht sein eigenes Ding. Aber es ist nicht, es ist kein Fehler per se, dass er viele Speerträger macht. Nur ich würde mir halt wünschen, dass er auch viele Bogenschützen macht. Jetzt kann man den strategischen Punkt ansprechen. Er hat seine Armee verloren und er weiß, dass er im Hintertreffen ist. Von daher wäre aus strategischer Sicht für ihn das Wichtige, dass er das Heft des Handels ein bisschen in die Hand nimmt, also dass er Druck auf mich aufbaut. Das würde ich aber sagen, ist auf dieser Stelle, auf diesem Niveau, auf dieser Elo, zu weit. Also, dass man diese große Überlegung machen muss, ist von wegen, ich muss die Initiative ergreifen, denke ich, sollte auf diesem Level noch nicht den Ausschlag geben. Immer erstmal auf sich selbst konzentrieren und gucken, dass zu Hause alles okay läuft, dass die eigene Basis im Griff ist, dass der eigene Gameplan läuft. Dann kann man sich überlegen, was macht eigentlich mein Gegner. Und jetzt in diesem Fall kommt er meine Armee an und er ist aber vorbereitet diesmal. Ne? Wir sehen auch gleich, dass ich hier anklopfe, kurz reinlaufe und sehe, er hat schon seine ganzen Pikiniere am Start, als Äthiopier natürlich auch direkt das Upgrade. Und damit hat er meinen Angriff bereits passiv abgewehrt. Er muss hier nicht kämpfen, ich muss hier nicht kämpfen, ich gehe weg. Jeden Moment, jetzt sehe ich glaube ich, ja genau. Ich finde auch meine Reaktionszeit teilweise zu schnell, glaube ich, aber auch dem geschuldet, dass ich ja predige hier auf diesem Level die Aufmerksamkeit immer entweder Armee oder Wirtschaft zu haben. Auch hier gerade im Produktionstab hat mir das gesehen, dass ich währenddessen keine Dorfwohner produziert habe. Das Dorfzentrum gefällt mir gut. Hätte vielleicht oft auf die Seite kommen können, ist aber hier auf jeden Fall nicht falsch. Spulen wir mal ein bisschen vor. Ich muss kurz gucken, wie lang der Bums schon geht. Fast eine Stunde. Es soll nicht zu lang gehen eigentlich. Ich glaube auch, dass es meist das Wichtigste gesagt wurde mittlerweile zu seinem Spiel. Also genau die Punkte, auf die ich mich zu konzentrieren versucht habe. Ich denke, das wird auch noch die nächsten 2-3 Level ein Faktor sein. Können wir ganz kurz hier gucken, was hier an Armee gegeneinander steht. Er hat 12 Armbrustschützen und 15 Pikiniere. Wenn ihr auf gleicher Ebene kämpfen, sollte das für ihn okay sein. Aber ich habe hier... ...21 Ritter, die volle Upgrades haben.
Ja, der Kampf wär in jedem Fall. Hätte mich gar nicht zurückziehen müssen, aber eher Vorsicht als zu unvorsichtig in dem Fall. Ich glaube, allzu viel ist an dieser Stelle auch nicht mehr passiert. Ich habe ihn nicht mehr wirklich angegriffen. Er hat mich nur einmal hier angegriffen. Und der einzige große Fehler, der an dieser Stelle noch steht, der wirklich aufgefallen ist, ist, dass er halt seine Armee nicht reinpatrouilliert hat, sondern die so ein bisschen reingelaufen ist nur. Oder dass er eben seine Aufmerksamkeit nicht da drauf hatte. Also ich habe ja, wenn ich meine Armee bewegt habe, immer die komplette Aufmerksamkeit da drauf gehabt und die Basis eher vernachlässigt. In diesem Fall sieht es so aus, ob er die irgendwo hingeschickt hat, aber nicht mehr hingeguckt hat. Das sehen wir jetzt nämlich. Seine Pikiniere kämpfen nicht, sondern werden angegriffen. Die haben nur einen Bewegungsbefehl. Dadurch sterben die meisten, bevor sie überhaupt kämpfen. Und sie kämpfen hier an der Anhöhe, das ist immer schlecht. Also wenn er das mit der Aufmerksamkeit, die auf diesem Level halt wie gesagt aufteilen würde, gemacht hätte, hätte er das erkennen können, dass er hier gegen Ritter kämpft. Und dann eben aktiv den Kampf früher nehmen oder eben weglaufen, weil das halt ein Kampf ist, den er wahrscheinlich nicht gewinnen kann. Das Spiel ist an der Stelle natürlich längst gelaufen. Ich glaube, ich gehe nicht mehr bis zum Ende durch. Gucken wir jetzt einfach nochmal die Statistik hier an. Ich möchte das Video, ist es schon zu lang für meinen Gusto hier. Ich möchte aber trotzdem nochmal kurz betrachten hier. Das ist natürlich ein großer Punkt. Dass ich einfach mehr Dorfbewohner als er gemacht habe. Die militärischen Engagements habe ich gewonnen, weil ich nur dann gekämpft habe, wenn es notwendig ist. Ist aber auch ein Faktor, den ich in Zukunft ein bisschen weniger gut machen werde. Absichtlich. Weil die Möglichkeit einzuschätzen, ob ein Kampf gut läuft oder nicht, wahrscheinlich auf dem Level auch nicht so gegeben ist. Also im Zweifel eher weglaufen, wenn es möglich ist. Also gerade als Kavallerie ist das natürlich immer möglich. Eher zurückziehen, auf die Basis achten, auf den eigenen Mist achten und dann später nochmal gucken, kann ich einen Kampf nehmen oder nicht. Also das war jetzt erstmal die erste Folge von Arbeitstitel Fletching zu Botkin auf dem Level 800 und drunter mit dem Langusten-Guste. Ich werde noch 3 oder 4 weitere Folgen in dem Bereich machen und auch verschiedene Karten nochmal zeigen. Verschiedene Völker zeigen. Ich werde immer auf Zufall spielen. Wenn ihr noch in dem Bereich seid und eine Folge machen wollt, wo ich auch noch natürlich auf euer Spiel ein bisschen gucke danach, dann meldet euch ruhig in meinem Discord. Da könnt ihr euch unter Spielersuche oder der Köcher melden. Und den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch einen besseren Titel für die Reihe. Würde mich auf jeden Fall auf euer Feedback freuen und vielen Dank an Langusten Guste fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.